So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eigentlich ist es eine Folge Pokémon Go, aber irgendwie auch so eine Art Vlog. Jetzt ist die Kapuze runtergefallen, warum auch immer. Wir sind gerade auf dem Weg zum Bahnhof, denn die Shania kommt heute an. Wir wollen die Shania abholen und dann wollen wir mit der Shania eigentlich den Registeel Community Raid machen. Denn ab 10 Uhr war wieder Raid-Boss-Wechsel. Dieses Video ist am Mittwoch entstanden. Ab 11 Uhr konnte man raiden. Ich habe jetzt extra noch keinen gemacht, weil ich warten wollte, bis Shania da ist, dass wir zusammen den Community-Raid machen. Und das war früher mal ein Baum. Und jetzt nicht mehr. Das ist der neue Kindergarten übrigens, den sie gebaut haben. Also wenn ihr Kinder habt, tut die mal da rein. Da sind die bestimmt gut aufgehoben, weil direkt einfach der reißende Fluss daneben ist. Wir laufen jetzt zum Bahnhof. Bier habe ich auch eingepackt zur Begrüßung. Kann man ja mal machen bei Gästen, wenn man weiß, dass die Bier trinken. Dann habe ich auf jeden Fall meine kurze Hose am Start und meine weißen Gummischuhe, damit die Shania mich auch erkennt. Ob sie eine Hose anhat, weiß ich nicht. Das sehen wir dann, wenn sie aus dem Zug rauskommt. So, ich bin jetzt am Bahnhof angekommen. Ne? Es sind noch genau 10 Minuten. Bis Shania mit dem Zug kommt, da vorne dreht alle durch. Und ich habe das Jude Bier mitgenommen vom Hannes. Guck dir das mal an. Das ist das Turmweise vom Kuchelbauer. Feines, naturtrübes Hefe-Weißbier. Da hat der Hannes mir mal ein Paket geschickt. Da war so ein Glas drin und 6 Flaschen von diesem Turmweise. Das Glas sieht auch aus wie der Turm. Da habe ich 2 getrunken. Am Montag, dann habe ich 2 getrunken am Montag, also an einem anderen Montag, und 2 habe ich noch übrig. Deswegen möchte ich dir jetzt zur Begrüßung als Begrüßungsbier hier stehen haben, wenn die Shania aus dem Zug rauskommt. Und da vorne ist so viel los gewesen, da musste ich einfach weiterlaufen, weil da ist kein Platz für mich. So, die Shania ist angekommen. Guck dir das mal an. Das ist Shania, ne? Das ist der Zug, aus dem sie gekommen ist. Und sehen die bei euch auch so aus, die Leute, die da rumlaufen? Schreibt es mir in die Kommentare. Wollen wir sie jetzt enthüllen oder erst später? Man weiß es nicht. So, wir haben uns jetzt hier kurz mal am Busbahnhof hingestellt. Das ist die Shania. Guckt es euch nochmal an. Hi. Hallo, ich bin die Shania. Oder auch Jenna ohne Maske. Wir wollen nämlich jetzt kurz mal das Bierchen hier aufmachen. Wie gesagt, habe extra jetzt hier die 2 vom Hannes mitgebracht. Das werden wir kurz machen. Solange können sich die Leute noch in den Community-Tab eintragen, damit wir die dann adden. Und solange wie wir dann da hinlaufen, können die annehmen und dann kann man die auch einladen. Hast du Bock auf Registeel? Und wie? Hast du schon ein Gutes? Nee, leider nicht. Hast du schon ein Shiny? Das ist auf jeden Fall. Hey, ich denke, du spielst erst seit einer Woche und deswegen musst du alles aufholen. Hab ich nur getauscht. Okay, ja, kann man auch machen. Gut, wir machen jetzt erstmal aufs Bier auf und dann sehen wir uns wahrscheinlich dann an der Raid-Location wieder. Voila! So, bitteschön, einmal für die Dame, ne? Und dann hier, die trinkt einfach! Ich glaube, die ist wie ich. In München habe ich das auch immer. Ich habe immer aufgemacht, irgendjemand hat Prost gesagt, da habe ich immer schon längst getrunken gehabt und habe gedacht, hä, eigentlich stößt man an, aber die ist wie ich. Einfach hier, oh, es ist auf, fertig, ne? Gut, dann nochmal Prost. Direkt schon mal auch in einen Zug geleert. Danke, Hannes, für das Bier, ne? Wie schmeckt's? Schmeckt nicht schlecht. Sind Sie Weißbier-Fanatiker, Monsieur? Na gut, Fanatiker würde ich jetzt nicht sagen, aber schmeckt lecker. Die trinkt alles, glaube ich, deswegen auch das. Also es klingt ja so, wie als wäre das scheiße und auch das trinkt sie, aber nee, das, ich finde, das ist ein gutes Weißbier. So, es hat uns jetzt an die heftigste Arena der Welt verschlagen, nämlich hier an die Kleiderspende. Wer hat das eingereicht? Warum ist das eine Arena geworden? Spaß, die Arena ist natürlich das. Und das ist die Jenna, ne? Hi. Arena Jenna, verstehst du? Gut. Ich will jetzt mal ganz kurz vorlesen, wen wir einladen wollen. Und die Jenna, ich muss mich, glaube ich, hier rüberstellen. Ne, ist das jetzt so? Ist das so? Ich weiß es nicht. Ich stelle mich jetzt so, guck. Wo ist sie hin? Sie ist weg. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal kurz, das ist der Community Raid. Und ich werde jetzt mal vorlesen, wen ich geedit habe, wer eingeladen wird. Und die Jenna sagt uns, wen sie davon kennt und wen nicht. Wir haben als allererstes Luigi Sarada. Ja, sag mir was. Sag mir was, gut. Dann haben wir Curvy Diva. Ja, doch, ist ein Begriff. Henry Nicky. Auf jeden Fall. Schneewolf. Sag mir auch was, ja. Hat aber einen falschen Code angegeben, der hat nicht gepasst, weil die Leute nicht kopieren, sondern aus dem Kopf schreiben.
Jetzt habe ich in der Zwischenzeit schon den 10. geedit und gefunden, bis er den richtigen hatte. Und deswegen tut's mir leid, Schneewolf, du bist nicht dabei. Sackelpigger. Sagt mir auch was, ja. 1, 2, 3, 4. Skyfall. Ja. Und auf dem anderen Handy sind es dann Jason. Ja. Jason Meyer. Ah ja, gut, den kenne ich ja. Den kenn ich. Hallo, bin der Jason. Ja. Also der schreibt eigentlich jeden Abend in den Fanchat, hallo, unser Fanchat. Hallo, hallo an alle. Pius? Pius. Vielleicht habe ich ihn mal gelesen, aber... Madiba? Pius? Ja, Madiba kenne ich ja. Madiba kennt man, Pius. Madigra kennt man auch, wo die immer die Ketten um den Hals haben. Mazofix. Ja, sagt mir was, ja. Mipo 7. Nicht unbedingt, nein. Der sagt mir nichts, ne. Den kenne ich auch nicht. Und dann als letztes den Oliver. Ach, der Olli. Wo ich immer rätseln muss, ob das eine 0 oder ein O ist, aber es ist wahrscheinlich ein O und dann eine 7. City Fanboy kommt auch zu spät. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt auch direkt rüber. Tolls, startet die App wieder neu. Wir gehen jetzt direkt rüber. Beziehungsweise eigentlich habe ich doch hier mein. Ich habe doch mein Brett dabei. Da kann ich das nämlich alles hier drauflegen. Die zwei iPhones zum Einladen. Meinst du, wir sollten privat machen oder öffentlich? Erstmal privat, würde ich sagen. Erstmal privat? Und hinterher? Ich muss immer hier so rüber, damit dann hier daneben noch das Bild ist vielleicht. Obwohl, ich habe eine extra nicht zum Start gemacht, ich habe eine extra jetzt gemacht. Also eigentlich müsste das so passen. Und die sind ja schnell drin. Bevor da einer merkt, dass wir den Raid machen, sind wir schon längst drin. Hannes will auch mit rein, habe ich gehört. Ich drücke jetzt einfach hier und dann da. Gehe mit diesen beiden rein, die ihr jetzt nicht seht. Gehe jetzt auf Einladen. Jason, Matzo, Mibo, Oliver, Pius, Kurvi, Skyfall, Luigi, Henry, Sack. L Picker. Sack L Picker. Ja, was nimmst du für Konda? Ja, ich habe mir schon ein bisschen was gebastelt. Was ist denn das? Knackrack, Knackrack, Demeteros, Demeteros, Knackrack mit Maske und noch ein Knackrack im Groudon-Kostüm. Also, die nimmt, glaube ich, Boden. Man könnte jetzt natürlich auch wieder Kampf nehmen gegen das Stahl. Feuer gegen das Stahl geht auch. Ja, das... Demeteros mit Maske hat ja so seine Feuerattacken. Demeteros mit... Welches war das jetzt? Jetzt habe ich mich selbst verwirrt. Ach, das Heatran, genau, das Heatran. Hier ist sogar ein Entei mit drin. Wer hätte es gedacht? Wir sind 14 Leute. Passt das? Ich habe 10 eingeladen. Plus wir 4 sind 14. Das passt, ja. Das heißt, wo ist Hannes? Hannes wollte doch vor Ort mitmachen. Können wir mal hier, guck mal, Jenna ist drin, die wurde gar nicht eingeladen, ist trotzdem drin. Luigi, lululululu. Nicht einfach reingemogelt. Egal, das legt man jetzt hier hin, da drückt man jetzt hier drauf, das machen wir. Weißt du zufällig die Werte vom 100er? Nee. Stehen im Community-Tab. Also wenn ihr Lust habt, guckt mal in den Community-Tab, da seht ihr die 100er Werte. Ich habe heute eine Übersicht gepostet wieder, was die Condas sind, was er für ein Typ ist, wie der aussieht überhaupt, damit ihr den überhaupt erkennt, wenn der 5 aufgeht und sagt, ist das jetzt das Rigi-Stil oder was ist das? Oder ist das hier diese Altkleiderspende? Ja, hat... Ich glaube, ich muss das Handy mal ein bisschen leiser machen. Jetzt darf ich mit 3 Handys hier drücken, wie ein Schmied. Also eigentlich sagen alle, Registil ist das nützlichste von den dreien. Würdest du dem zustimmen? Dadurch, dass ich nie groß GBL spiele, weiß ich es nicht. Soll ja, glaube ich, in der GBL, wenn dann nur zu gebrauchen sein. Ja, weil es so niedrig ist, nutzen das viele in der Superliga oder durch XL und Level 50, jetzt vielleicht auch für die Hyperliga. Ich habe es noch nie in der Hyperliga probiert, aber ich habe es eigentlich immer standardmäßig in meinem Superliga-Team, da viele, die neu anfangen, ja gar keins haben, kein Registil und dann denken, was ist das denn und wieso hält er so viel aus und was mache ich jetzt damit? Aber mittlerweile hat es ja jeder und jetzt bringt mir das nichts mehr. Vor allem, weil es halt 100 Jahre dauert, bis das dann mal vielleicht seine Attacke voll hat und dann wird eh geschildert und seine
normale Schnellattacke, wenn du Zielschuss nimmst, die macht halt gar keinen Schaden. Das ist wie Platscher bei Carbador. Aber füllt dann halt den Charge-Move schneller, der eh zweimal abgeschildert wird und dann ist das Ding tot, obwohl es noch gar nichts gemacht hat. So muss man sich das vorstellen. So. Heißt also, man muss sie unbedingt dann ins Team reinbringen. Und auf diesen erfolgreichen Raid möchte die Jenna dann auch erstmal einen Döner essen. Deswegen werden sie mir mal zum Dill-Döner-Mann in der Wand führen und ihr den mal zeigen, weil wir sind da nämlich hier nicht fertig. Es geht ja noch weiter. Den müssen wir nämlich auch noch mit rein. Shiny. Wie shiny? Shiny. Die kriegt einfach eine Shiny mit 1354. Okay, Glückwunsch. Soll ich jetzt hier auch mal gucken, was hier drin ist, bevor wir beim Großen gucken, wenn wir einmal da sind? Wir haben hier ein, pass auf, ein Nix. 1378. Was, wie viel hat er denn? 1354, also meins ist schlecht. Also 1378 ist bis jetzt das Höchste. Erlaube den Zugriff auf die Kamera. Okay. 1378, okay, das ist auch 1378. Aber jetzt geht's um die Wurst. Die minderwertige, eklige Wurst. Wisst ihr nicht, haben wir gerade beredet, ne? Über. Und? 1362 ist. Naja, okay. Jetzt probieren wir mal, wie man den fangen können, ob der sich gut fangen lässt. Also ich glaube, der steht auf jeden Fall gemütlich in der Mitte, der zappelt nicht so sehr rum. Den Kreis, wenn ihr den einmal eingestellt habt, müsste das dann auch passen. Ich mag eigentlich so fette Pokémon. Na gut, er hüpft. Ich mag eigentlich so fette Pokémon, die nicht nach links und rechts schweben. Das ist immer das Nervigste beim Fangen. Jetzt sind wir bei einfach fabelhaft. Das heißt, wir werden den Kreis jetzt nicht mehr verstellen. Ab jetzt wird gewartet, bis er angreift und dann erst geschossen, damit das profimäßig aussieht. So, zack, funktioniert. Hat sehr lustige Füße, muss ich nochmal anmerken. Hast du denn schon gefangen oder was? Beim Shiny. Ach so, ja, das ist ja. Das bleibt ja beim ersten drin. Außer wenn man nichts ziehen kann. Hast du eine gelbe Beere genommen, wenigstens? Ich habe eigentlich müsste man eine. Ha! Super. Mit einer gelben Beere. Ich hab aus Versehen. Ich wollte auf die goldene drücken, ich bin aus Versehen auf die gelbe gekommen und so gibt es jetzt gleich 6 Bonbons. Perfekt. Und 3 XL natürlich wieder dabei. 13, 13, 11. Also, das geht auf jeden Fall besser. Auf den kleinen weiß ich noch nicht, ob ich es fange. Vielleicht mal zum Rübertauschen. Vielleicht kommt irgendwann mal ein 100er. Ansonsten war das der Community-Raid erstmal. Und wir werden jetzt was machen? Guck, ob es aufgepasst hat. Futtern. Futtern bei Muttern. Ich zeige jetzt mal den Dill-Dönermann in der Wand. Ne? So, jetzt stehen wir hier bei, wie wir immer sagen, der Dill-Dönermann in der Wand. Ne? Das ist die Shania immer noch. Die hat nämlich jetzt mega Kohldampf und hat sich jetzt hier rausgesucht einen Döner mit Schafskäse für 6 Euro und ich mir einen Döner normal für 5,50, aber halt extra scharf. Hier gibt es auch halt ja, Rollo-Döner, Fladenbrot, vegetarisch, gemischter Salat, hier, Salat da, Capri-Sonne, 80 Cent Spaghetti mit Hackfleisch, alles dabei. Jetzt werden wir uns jetzt schnell einen Döner reinpfeifen und dann sind wir wahrscheinlich schon fast fertig. Also du möchtest nochmal den Markt sehen und was da momentan immer abgeht am Montag, aber das ist wieder ein anderes Thema. Gleich erstmal Döner essen. So, wir haben es geschafft, wir sind lebendig hier auf dem Markt angekommen. Das ist der vom Dill-Döner-Mann in der Wand, der Dill-Döner. Guck mal, wie grün der aussieht und noch ein bisschen Rotkraut drin und Rot und Fleisch ist vielleicht auch irgendwo versteckt. Und das ist die Shania und die isst jetzt ihren Döner. Aber das filmen wir jetzt nicht, wir wollen ja nicht aufdringlich sein. Beiße mal rein, ich beiße auch mal rein. Dafür habe ich mich jetzt extra hier unten positioniert, dass wir den mal zeigen können. Ich finde trotzdem, dass es ein bisschen teuer ist, weil der Döner ist trotzdem insgesamt sehr klein und halt an sich sehr wenig Fleisch drauf, wenn man das mit anderen vergleicht. Wenn du da jetzt hier 6 Euro bezahlst, nur weil da Schafskäse mit drauf ist, woanders bezahlst du 4,50 und mit Schafskäse 5 und hier halt 6, obwohl die so klein sind, aber... Ich glaube halt nicht, dass da so viel immer los ist. Da muss man dann mit den Preisen das wieder reinholen und dieses scheiß Papier will die ganze Zeit wegfliegen. Ja, die Shania, die regelt das schon. Aber wenn es der Ramses nicht gebacken kriegt, jetzt beißen wir auch mal hier rein, damit ihr mal seht, wie das aussieht, wenn man hier reinbeißt.
Also das Brot ist heute knuspriger als erwartet, aber ist trotzdem irgendwie, ja, trotzdem irgendwie nicht wirklich so warm und fluffig, wie ich das jetzt kenne aus München, ne? Wie schmeckt's dir? Was sagst du? Da müssen wir nochmal hochkommen. Du hast ja bestimmt schon abgebissen. Ach, jetzt hat sie nochmal abgebissen. Überhaupt. Guck dir das an hier. Überhaupt nicht. Jetzt kann sie nicht mehr reden. Schmeckt lecker, aber du hast recht, es ist kalt. Es ist kalt, es schmeckt frisch, gell? Das ist, viele sind immer so fettig und frampig und alles tropft raus. Das ist frisch, das schmeckt wie eine schöne, frische, kleine, aber dafür halt klein und teuer und irgendwie ist halt vieles einfach kalt. Das Fleisch ist nicht so warm und das... Das war der erste Döner. Morgen geht's weiter. Das war's von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, eure Shenaya. Ciao. Bye.